Guten Morgen. So, wir sind jetzt schon im Stall angekommen, weil es steht einiges an. Jasper wird nämlich heute umziehen. Ist nicht ganz so ideal, es hat geschneit und es ist auch ein bisschen glatt, aber es wird schon alles funktionieren. Reitabzeichenprüfung ist ja heute auch noch an der Anlage. Genau, ich würde sagen, jetzt machen wir los. Wir wollen ihn nämlich noch ein bisschen davor bewegen, bevor wir losfahren und die ganzen Sachen ausräumen. Und ja, let's go. Zeig mal deine geilen Schuhe. Die taugen echt für gar nichts mehr. Okay, so schlimm ist es auch nicht. Ist schon schlimm. Was ist jetzt das Erste, was du machen willst? Jasper Hallo sagen. Jasper Hallo sagen und dann longieren oder? Weißt ja, lass dir alles frei. Das sollte halt nicht funktionieren. Weil man muss dazu sagen, man muss hier nämlich die Slots, also im alten Stall jetzt hier, nämlich Slots einbuchen, dass man eben in die Longiere darf. Ist auch immer richtig lustig, aber da ja heute weiter zeigen ist, wird es vielleicht ein bisschen entspannter sein. Wie sieht das Sprint aus? Naja. Ich dachte eigentlich, ich hätte ein bisschen aufgeladen, weil es immer noch viel zu viel. Okay. Weil der andere Spind im Stall, in dem anderen Stall ist auch nicht so groß, ne? Nee, leider nicht. Okay, das wird lustig. So, und da ist jetzt der Jasper. Wir werden da draußen gestanden. Zwei. Jetzt natürlich ganz wichtig noch den Jasper sein Pass geholt und haben ein, das können wir jetzt natürlich nicht zeigen, ein tierärztliches Gesundheitszeugnis, weil wenn man ja den Stall wechselt, dann braucht man immer so ein Teil, dass eben der andere Stall auch weiß, dass die Pferde gesund sind. Genau. Josef packt das Ding jetzt gleich mal ein hier in meinen Rucksack. Ja, nicht vergessen und alles seine Ordnung hat. So, uns wurde jetzt schon der erste Strich durch die Rechnung gemacht. Die Führmaschine läuft, das heißt, wir können nicht in den Longier Zirkel. Das heißt, Jasper darf jetzt einfach fressen und wir räumen mal alles ins Auto ein. Yay. Josef hat für den Umzug jetzt lauter so Tüten mitgenommen. Von einem schwedischen Einkaufshaus in den Regenbogenfarben. Okay. Hat auf jeden Fall viel Platz. Also los geht's. Ich weiß gar nicht, wohin mit dem ganzen Zeug. Ich stehe jetzt hier oben im Schrank, da ist schon ziemlich leer und Patrick hilft mir von unten. Habt ihr eigentlich auch so viel Zeug für euer Pferd? Ich habe eigentlich am Freitag noch ein bisschen aufgeräumt, aber es ist doch irgendwie viel zu viel. Ich weiß gar nicht, wo ich das ganze Zeug hin soll und wo das ganze Zeug auch immer herkommt. Voll bepackt mit vielen Sachen. Genau, jetzt wird es auf dem Weg zum Auto. Weil wir fahren heute mit einem Sprinter von einer Freundin. Aber bis die jetzt da ist, haben wir uns mal entschlossen, weil wir ja nicht in die Longierhalle können. Wir können euch die auch gleich mal zeigen, weil da läuft ja die Führmaschine außenrum. Haben wir jetzt gedacht, wir laden das jetzt einfach schon alles mal ins Auto. Naja, eigentlich ist es eh egal, das Auto dreckig ist und wirklich die. Okay, Fun Fact, es gibt noch einen Schrank. Der ist schon leer zum Glück. Aber was ist hier noch? Ein Problemchen. So, wie ich habe ja gerade gesagt, wir zeigen euch noch einmal die Führmaschine, weil wir wollten ja da eins gerade longieren, aber da war ja jetzt, oder läuft ja jetzt gerade die Führmaschine und die zeigen wir euch jetzt mal schnell. Und das ist hier so aufgebaut, dass eben die Pferde innen longiert werden kann und außen ist halt die Führanlage. Und wir wollten jetzt eigentlich den Jasper noch ein bisschen longieren, dass er ein bisschen ausgepowert ist, wenn wir losfahren. Aber wie ihr sehen könnt, jetzt läuft gerade die Führmaschine und deswegen muss er jetzt auch ein Transporter. Wir haben jetzt auch gerade schon so ein bisschen überlegt, wo wir verladen werden, weil es ja eben Schnee und Eis hat. Ich denke mal, wir werden es aber hier irgendwo machen, weil hier am wenigsten Schnee und auch am wenigsten Eis ist. Und ich hoffe, dass da nichts passiert, dass man einfach brav reingeht und nicht ausrutscht. Wir sind jetzt eigentlich ready to go. Jasper ist fertig gemacht. Transport kann man schon dann noch hin, wenn der Transporter dann da ist. Genau. Und dann kann es eigentlich losgehen. No, jetzt warten wir nur noch, dass die kommen. Und that's it. Jetzt hätten wir noch fast vergessen, das Heulen jetzt wegzumachen. Das kommt natürlich mit. Wer weiß, vielleicht wollen wir es da ja auch. Also wenn ich mal ganz viel Geld habe, dann will ich auch so einen Transporter. Ich habe bald Geburtstag. Du hast ja voll schön eingestreut. Ja, ich habe den sogar noch mal sauber gemacht. Ja. Ihr könnt das umstellen, wie ihr wollt. Gut.
wirklich. Jetzt. Schnell, schnell. So, Josef. Meine Nerven sind blank, ich habe keinen Bock mehr, ich will sagen. So, schau mit auf. Bis gleich. So, es ist geschafft. Jasper ist verladen. Es war, wie ihr gesehen habt, nicht so einfach. Und die Mädels, die haben uns Gott sei Dank schön geholfen. Jetzt fahren wir los mit dem PKW. Ich will nichts sagen. Und, ja, Josef will nichts sagen. Wir sind jetzt im Auto auf dem Weg. Josef, jetzt ist es ein bisschen entspannter, aber ich bin echt durch mit meinen Nerven. Ne? Aber das Schlimmste ist geschafft, habe ich gesagt. Wäre das im Hänger, auch wenn es jetzt ein bisschen schwierig länger war. Gedauert hat. Ja. Und wir fahren jetzt auch gerade Hinterradtransporter und ja, wir fahren auch gar nicht lang, vielleicht noch 15 Minuten oder so und ja, tschakka. Und da sieht man schon den Stall da oben. Wir sind gleich da und du hast dich auch ein bisschen entspannt, oder? Ein bisschen. Direkt einmal Pass und Gesundheitszeugnis, dass es alles klar geht. Ja, wunderbar, Frau Göttlich. Danke. Du hast es geschafft. Du wolltest hier nicht einsteigen. Ja. Es ist so viel schöner als an anderen Stellen. Du wirst hier ganz glücklich sein. Wir sind jetzt angekommen. Jasper ist ganz brav gewesen bei der Fahrt. Jetzt kommen die Transportkamaschen ab und dann bezieht es ein neues Heim. Jetzt kommt die Sonne, oder? Jetzt! Schön! Die Kamerafreude voll im Start. Hier hängt jetzt Springsattel, Dressursattel. Das sind die Girls and Boys. Und hier ist der neue Schrank. Deutlich kleiner, aber dafür gibt es hier in der Sattelkammer eine Heizung. Also Jasper sieht ganz ruhig aus. Na Jaspi? Scheint sich auch wohl zu fühlen. Natürlich auch noch ein Senkelbeckencheck. Aber ich würde sagen, läuft. Und wir sind natürlich noch nicht fertig. Wir müssen jetzt natürlich noch alles einräumen. The struggle is real, würde ich sagen. Da muss ich mir auf jeden Fall mal noch Gedanken machen, wie ich das Ganze sortieren kann. Gefühlt ist der Schrank jetzt schon voll, obwohl die Hälfte noch im Auto liegt. Hello. So, erster Schwung ist jetzt im... Und die Alte ist am Mampfen, wie sie guckt. So, also ihr könnt sehen, Jasper, der hat's sehr gut überstanden. Wie gesagt, der erste Schwung. Wahrscheinlich hat er es besser überstanden als ich. Also Josef war kurzzeitig wirklich kurz vor einem Nervenzusammenbruch. Kann man so sagen. Okay. Und ja, jetzt ist der erste Schwung im Schrank. Und das ganze Auto ist noch voll. Kaum sind wir hier, scheint auch die Sonne, wenn das mal kein gutes Zeichen ist. Okay, was ist jetzt hier noch so drin? Oh Gott, lass uns wieder gehen. Was du überlegst? Wo ich meinen ganzen Scheiß hinpacken soll. Ich bin echt so durchgefroren auch. Vorhin hat es voll geschneit, es schneit die Sonne, jetzt ist sie wieder weg. So. Wir sind jetzt nochmal hier im Heulager und holen ein bisschen Heu für Jasper. War nämlich noch keins in der Box. Und damit er sich den Bauch nicht so mit dem Stroh voll schlägt, kriegt er jetzt immer ein bisschen Heu. Somit sind wir am Ende des ersten YouTube-Videos angekommen. Jasper steht gut in der Box und mümmelt sein Heu. Ich werde heute Abend nochmal vorbeikommen und nochmal nach dem Rechten sehen. Ihr könnt aber jetzt auf jeden Fall gespannt sein auf regelmäßige YouTube-Videos hier.
Abonniert am besten schon mal unseren Kanal, um nichts zu verpassen, und kommentiert gerne mal in die Kommentare, was für Videos ihr gerne von uns sehen möchtet.